Herzlich willkommen zu einem neuen Foto-Walk. Erneut aus der sächsischen Schweiz, erneut im Winter. Jetzt geht es allerdings einen anderen Berg hoch, wie letztes Mal einen ganz bekannten Fotospot. Den gab es auch im Zielfotomagazin von Stefan Wiesner und das ist der Gorisch. Ich war auch schon mal hier drauf im Frühling. Wunderbarer Berg. Jetzt haben wir ungefähr einen Anstieg von 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht im Winter ein bisschen länger. Und dann gucke ich mal, was ich da oben noch für Fotos mitnehmen kann. Es ist so ein wechselndes Licht zwischen Schatten und Sonne. Es kann ganz interessant werden. Aber tendenziell zieht es sich jetzt wieder ein bisschen zu. Aber vielleicht habe ich noch mal Glück mit ein paar Sonnenstrahlen, ein paar Felsen und ein paar schönen Bäumen. Dann geht's jetzt hoch. Gorisch soll es halt sein, weil halt Stefan Wiesner auch sagt zum Beispiel, dass die Allzweckwaffe schlechthin für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Aber ich finde, Allzweckwaffe darf auch mitten am Tage gelten, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Was gibt es denn noch so für ähnliche Berge wie der Gorisch, die eigentlich immer nutzbar sind in der sächsischen Schweiz? Ansonsten habe ich mir noch die Challenge auferlegt, maximal 2 Objektive zu nutzen. Und das ist auf jeden Fall der Weitwinkel und dann muss ich mich noch entscheiden. Werdet ihr dann sehen zwischen dem 24-105er oder 70-180er. Das sind wahrscheinlich beides gute Objektive. Aber Detailshots sind ja gewollt, also werde ich das 24-105er nicht nutzen. Boah, bin ich mal gespannt, wie es wird, meine Fotografie. Habe ich mir einen super windigen Tag ausgesucht, damit es schön kalt ist. Ja, das ist halt das Problem. Der Winter, wenn Schnee liegt, ist super attraktiv. Aber es ist alles ein bisschen anstrengender mit der Kälte. Man sieht ja hier die Felsformation und da oben eine wunderbare Kiefer. Schade, dass man nicht höher kommt. Aber es ist natürlich auch ein Foto dann. Perfekt in den offenen Raum. Hier ist übrigens auch noch so ein schöner Baum zwischen den Felsen. Das gefällt mir sehr gut. Übrigens im Winter, also es ist hier ziemlich platt getreten, der Schnee, der ist eisig. Und gerade beim Runtergehen kann das gefährlich werden. Da empfehle ich euch, wenn ihr mal 20, 30 Euro habt, geht zu Decathlon und holt euch mal ruhig hier so eine Spikes. Und dann habt ihr viel, viel mehr Griffigkeit am Fuß und mehr Halt, habe ich gerade schon mal ausprobiert. War gut. Werden nicht ewig halten, dafür waren sie auch zu billig. Auf ein paar Mal Halt gibt, sollte das funktionieren. Auf dem Rückweg werde ich sie mir anziehen, weil es ist schon nicht ohne, auch gerade bei so kaltem Wetter. Aber jetzt kommen Treppen und auch Metalltreppen, da würden sie kaputt gehen. Aber zurück, runter, Absturzgefahr, habe ich sie wieder an. So, und gleich haben wir den ersten Aussichtspunkt erreicht. Ein Sprung, noch ein kleiner Sprung. Willkommen auf dem Gorisch mit dem ersten Aussichtspunkt. Geil. Gut, das Licht ist nicht perfekt, aber ich werde da mein Stativ hinpacken mit der Kamera, mit dem Weitwinkel. 24-105er darf ich ja nicht. Und werde mich genau hier, wo ich jetzt stehe, hinstellen und in die Ferne gucken. Also ich mache also ein Landscape-Selfie von mir. Ja, und da hier drüben war ich gerade essen. Das ist der Papstein, glaube ich.
Auch richtig gut, richtig gut. Und ja, das wird jetzt mein Foto hier. Dann baue ich mal auf. So, kommen wir zum Bildaufbau. Also ihr seht, hier stehe ich gleich an der Spitze hier. Das Gute ist, ich bin wirklich nur knapp 2 Meter dahinter. Und ja, habe dann mit meinem manuellen Fokus die Schärfe gezogen. Hier stehe ich, da ist der Felsen und dann die schöne Landschaft, die jetzt leider ein bisschen bewölkt ist. Ich werde sicherlich noch kurz warten. Ja, ich habe es natürlich wieder, wie immer, überbelichtet beim Schnee, damit alles schön weiß ist und nicht so, ja, nicht so grau. Suppe am Ende. Es gibt ISO 100, Blende 11, 1/50 und ich habe natürlich jetzt 10 Sekunden Selbstauslöserzeit gewählt, damit ich noch nach vorne komme. Ja. Das ist mein Bild. Dann mache ich mal ein Testbild. Ich drücke ab. Oh, es piept, es piept, es piept. Live dabei. Was soll ich für eine Pose machen? So. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken. Also, scharf ist meine Jacke. Es wäre noch besser, ein bisschen weiter nach links. Also nochmal. Ja, ist ganz gut geworden. Also mit mir ist schon schwer, ein Foto zu machen, aber naja. Weiter geht's. Mal gucken, was es noch so hier auf dem Gorich zu entdecken gibt. Ich bin jetzt weitergelaufen auf dem Gorisch. Bin jetzt hier an diesem bekannten, ich glaube zumindest, dass das der bekannte Fotospot ist mit dieser Kiefer hier, die man hier sieht. Und ja, dahinter der Hintergrund. Die Sonne ist da. Ich weiß jetzt nicht, ob das Handy, mit dem ich jetzt aktuell filme, zu sehen ist. Aber das Licht ist ganz interessant. Muss noch ein bisschen mehr durchkommen, die Sonne, und dann gibt es richtig spektakuläres Licht. In der Zwischenzeit, ich bin fast alleine hier, ist ja unglaublich. Meistens ist es ja so, wenn man was sagt. Hier gibt es natürlich noch mehrere interessante Bäume. Hier auch interessant mit den Ästen. Seht ihr, wenn man vom Teufel spricht, da kommt eine Familie. Naja, mit den Ästen ist auch interessant, mit dem Schnee. Ja, und ansonsten wunderbar hier. Jetzt ärgere ich mich ja doch ein bisschen. Um die Kiefer ranzuholen, bräuchte man schon so 40, 50 mm. Die habe ich leider nicht. Die habe ich mir jetzt selber verboten. So soll es sein. Schöne Bescherung. Weil mit dem Weitwinkel ist man so weit weg, dass die Kiefer sehr klein ist und ich möchte sie größer haben. Also ja, dann habe ich halt 70 mm im Angebot und mache daraus jetzt noch ein schönes Foto. Objekt ist so hier ganz gut zu sehen. Diese Kiefer hier rahmt die hintere Hauptkiefer ein. Mein nächstes Foto Motiv. Vielleicht kann man auch so ein bisschen höher gehen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und wenn ich mich dann so noch so umschaue,
könnte man natürlich noch viel, viel, viel fotografieren. Allerdings, ich habe heute schon so viel fotografiert und langsam kühle ich aus. Deswegen wird dies mein letztes Foto sein. Dann geht es noch runter mit den Spikes. Und ja, dein Licht wird heute nicht mehr so durchkommen, weil die Wolken kommen von dort. Ich kann es euch mal zeigen. Und es ist immer wieder so kurz Strahlen, die durchkommen. Aber letztendlich ist es stark bewölkt, was da noch rüberzieht. Deswegen beim Telezoom ein Foto und mit dem Weitwinkel noch ein Foto. Und dann bin ich durch. Grüße aus der Sächsischen Schweiz, aus dem Winter. Wenn ihr meinen Kanal gut findet, die Videos gut findet, könnt ihr mich mit einem Abo unterstützen. Ich freue mich, bis bald auf euch. Ciao.